Hi Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem Three Houses. Petra hat im letzten Part, das Turnier gewonnen. Okay. Richtig knapp, aber ist jetzt geschafft, dank dem Ausweichen. Wir möchten jetzt uns noch ein bisschen umhören und fangen mit der hier gleich mal an. King Dimitri is always accompanied by a man from Dusker with a terrifying face. And what's more, this man is said to be so huge, he's often mistaken for a bear. Okay. Danke für die Info. Wo ist eigentlich unser Todesritter? Wo ist der Typ? Wann dürfen wir den mal wieder benutzen? Fragen wir Fragen. So, wo ist jetzt Petra? Gehen wir einfach hier lang. Shamir, hi. The idea of defeating Rhea is beginning to feel more like a reality. Some may say that I'm returning her goodwill with betrayal, but I believe I've worked off my debt. The real problem is a certain someone else. Catherine, Sal, Gilbert. So, sorry für den Schnitt. Bei mir war es gerade ein bisschen laut. Gewisse andere Person, ich denke mal Catherine, oder? Ich weiß nicht genau, mit wem sie jetzt im Clinch war, aber ich probiere es. That's right. Ah, gut. She was my partner, after all. I haven't seen her since leaving the Knights. Doch, mit der haben wir schon mal gekämpft. To slaughter me, driven by her mixed emotions of love and hate. Okay. Aha. Did you want something? Sorry, I was a bit lost in thought. Or rather, I was thinking about work. My brother had sorted out all his personal affairs. But apparently he'd forgotten about his work duties. So now I've got a ton more work on my plate. Oh, brother, why must you be so careless? Once this war is over, I'm gonna take a vacation and get some well-earned rest back home with my mother. Ja, das ist vernünftig. So. Ah, hi. We're almost to the kingdom capital of Ferdiad. Just imagine, the war might almost be over. But is it true that Arian Road was annihilated? What in the world happened? What is the Saros Church really? Nach Eroberung der Hauptstadt wissen wir mehr. Das lässt sich jetzt überhaupt nicht sagen. Fürs Erste solltest du mir einfach vertrauen. Wir machen das. Let's just focus on this battle right now. Kannst du uns was Cooles beibringen? Nee. Ich wollte irgendein Level abhaben. Von irgendeiner Fähigkeit, aber. Naja. Professor, once you set out on your next mission, you won't be able to have a proper meal for a while, right? You should eat up while you can. Build up your physical strength to prepare for the mission. Klingt auch vernünftig. Möchte ich jetzt aber gar nicht machen. So. Gibt hier noch irgendwas? Nicht? Wow. Okay, wir sollten hier was sammeln. Wenn wir schon mal hier sind, können wir es auch direkt tun. Da ist es doch. So, wieder eine Mission fertig. Aha, hier noch was. So. Wow. Was sagt denn der Kalender? Nichts. Ernten. Oh, eine Felsenkette. So, wir pflanzen nochmal irgendwas. Ah, warte mal. Ich nehme hier mal Westfotlin. Nord, Süd und Ost. Mal gucken, was das so ergibt. Pflegen. Ey, wie... Das Spiel ist doch gar nicht mehr so lang, oder? Kann das immer noch zu niedrig sein? Wir haben doch schon so viel gemacht, wie ging. Zumindest gefühlt. I have a fiancée back home. Oh, jetzt bist du da. And I promised her I'd come back alive. No matter how tough the fight gets, I won't die. I have to survive and make it back to her. Ja, das solltest du. So, haben wir noch irgendwas? Nichts? Wow, hier liegt echt wenig rum.
Jetzt finden wir keine sinnlosen Items mehr, die wir irgendwem geben sollen. Mann, Mann, Mann. Das war aber auch mal nervig. Nee, du nicht. Du bist das. I thought you were going to attack the Kingdom Capital, but you attacked Orion Road instead? Well, you sure had me fooled. She's a tricksy one, that Lady Edelgard. But this time, you really are going for the capital, right? I wish you... Ja, danke. Hey! Professor? Greetings, Professor. Nothing to report. Was sagst du jedes Mal? The time has finally come to set out for the Kingdom Capital, Ferdiad. I thought the same thing last month, but I still can't believe the plan was to ambush Orion Road. I know it couldn't be helped, but even I wasn't let in on the secret. Me! Not gonna lie, that hurt a little. Oh well, let's forget about that. I'm praying for your victory and your safe. Du bist doch eh nur die ganze Zeit hier. Haben wir jetzt nicht noch irgendeinen neuen Händler? Ja. Dubioser Händler. Hallo! Kaufen? Magiekristall. Okay. Notensammlung? Was soll mir das alles bringen? Gleich verschenken, ja. Vielen Dank. Verkaufen. Ich meine, ich könnte noch eine Menge Geld rausschlagen, ja, aber. Tell your friends. Du bist merkwürdig, Junge. Welcome. Anna ist wenigstens wichtig hier. Kaufen. Nein. Vorrat. Elixiere könnten wir kaufen. 99 KP wieder. Hm, die wären eigentlich besser als die normalen, die wir jetzt immer dabei haben, ne? Die sind echt scheiße mit 10. So, Ultima-Siegel. Is that the one? Kaufen nochmal 3. Warum nicht? Thanks a bunch. Weiß noch nicht, wann wir die brauchen noch, aber hey. Come back soon. So, Händler aus dem Süden. Hast du irgendwas? Hey, welcome. Was ist denn mit diesem Müll? Hier können wir bei dir noch was verkaufen, ne? Gleichen Scheiß können wir verkaufen wie bei dem anderen. Na toll. Come again. Du bist echt unnütz. Hello there. Du bist der Wichtigste hier mit meinen. This one, yes? Den hier. I thank you. This one, yes? Ja. I think this one, yes? I think this one, yes? I think this one, yes? So. I think it. Ah, warte mal, Veredelungssteine, genau. Jetzt, wo ich das gerade sehe. Veredelungssteine. This one, yes? Können wir ein paar verkaufen. So 25 oder so. I think you. Wir brauchen eh nicht so viele. Bisher haben wir die immer weggeschmissen aus Versehen. Oder automatisch. Nicht mal aus Versehen. Return soon, please. So. Ba, ba, ba. Hier. Professor. Aha. What? Den möchte ich nicht reden. Right. Hier liegt gar nichts mehr. Na toll. Okay. What do you require? Hä? Wieder herstellen. Ja, alle. Farewell. So. Da haben wir alles. Schamir hatten wir auch. Petra fehlt hier immer noch. Mann, die müssen wir doch finden. Kann nicht sein, dass sie sich so gut versteckt. Die ist hier unten, oder wie? Ah, da bist du. Hi. I have worries. What have I been achieving? When the war is ended, I will be returning to Bridget with many, much new potential. But have I had enough growth to become the ruler? Na klar. Ja, du kannst stolz auf dich sein. Du kannst nur drüber. Natürlich. I have gratitude. I will take your words into my heart. Bridget pride, techniques, and culture. I will be showing all of the world who we are. Sehr schön. Leider kannst du uns auch nichts beibringen. So. Moment. Jetzt geh erstmal nach dahin. Bei dir? Ja. Thanks. I'm glad I asked you. Daraus kann man einen wirksamen Beruhigungstee kochen. Ach, der Duft allein beruhigt einen schon. Vielen Dank. Jetzt bin ich wieder kampfbereit. Schön.
Finde schöne Blumen und gib sie Hubert. Das haben wir immer noch nicht geschafft. Welche schönen Blumen möchte er denn? Hä? Kaspar ist hier noch? Wo ist Kaspar denn? Bin ich blind? Hier ist kein Kaspar. Tja, haben wir schon geredet? Hä? Wo soll der sein? Da ist der. Wow, das zählt noch dazu. To the Kingdom Capital we go. Oh. Yeah. I feel like I've said that before. Ah, das bist du nur ein. Das ist recht. Yeah, you usually know what you're talking about. I just can't remember when I would have said it. Okay. Das brauchen wir nicht. Professor? Hallo? Ah, Gerald. Blöder Sack. Warum hast du dich töten lassen? Wow. Jetzt hänge ich auch noch fest. So, da hinten haben wir doch bestimmt auch noch mal was. Hm. Okay. So, das sind hier die. Spezialitäten, Solo-Verschreckspiel, Vierer-Verschreckspiel. Nö. Da fällt mir ein, wir müssen dieses Jahr noch irgendwas beibringen. Was war das denn? Einheiten. Oh, da ist sie doch. So, du solltest für dein Meisterdingens. Mittelstufe, ja, wie kann ich. Ultima-Stufe, was brauchst du dafür? Spezialisiert auf Schwarzmagie, stark gegen Gegner mit hoher physischer Verteidigung. Ja, diese Klasse kann Magie einsetzen, ja, das ist mir schon klar. Was brauchen wir dafür? Irgendeine Fähigkeit brauchen wir dafür. Ah, hier, kann man beide Sachen sehen: Gloucester-Wappen und kleines. Charon-Wappen. Kleines Wappen. Geerbt von Charon, der 10. Elite-Krieger. Wow. Manchmal Kraft bei Kampftechniken. Wappen geerbt von Gloucester, der 10. Elite-Krieger. Erhöht gelegentlich Kraft bei magischen Angriffen. Das ist wichtiger als das, aber krass. Ich habe einfach mal 2. So. Wohin ist nur, was brauchte ich jetzt für das Wappen? Konnte ich das nachgucken? Kalender. Ne, das kann ich so nicht nachgucken. Option, Hilfe, Speichern, Lagerhaus. Lagerhaus? Naja. Okay, sinnloser Kram. Alles sinnloser Kram. Quests. Ruhm für die Opfer. So, bitte, hilf uns bitte dabei, möglichst schöne Blumen zu finden. Wir brauchen sie, viele wie möglich. Die Größe ist da eigentlich egal. Finde Blumen. Ja, finde Blumen. Danke. Wenn ich auf die Karte gucke, sehe ich keine Blumen. Inventar. Itemsfähigkeiten, Kampftechniken, Bataillone, Klassenwechsel. Klassenwechsel, warte mal. Wie sie sehr. Du? Ah, ich kann hier auch nicht nachgucken. Ziele. So, das sind die Sachen. Zwei ohne Zaudern. Trainiere die Vernunftfähigkeit, um ein Hexer zu werden. Aha. Das ist aktuell. Glaube an die Vernunft. Trainiere Vernunft und Glaubensfähigkeiten, um ein Grimory zu werden. Da ist hier gerade bei. Individueller Fokus. Okay. Das hilft mir jetzt aber immer noch nicht dabei, rauszufinden, was ich brauchte. Oh no. Was haben wir an Unterstützung? Oh, da ist sogar ein bisschen was dabei.
Fangen wir nochmal an damit. Warum nicht? Nein, nein. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich möchte lieber mit den Leuten erstmal reden. Ah, hi. Professor, what should I do? Everyone's acting like this is leading up to the final chapter in a book or something. Is the battle ahead really going to be that climactic? Am I not taking it seriously enough? Hm, du steckst dich prima. Du könntest entschlossener sein. Du solltest dich wirklich entspannen. Do you think so? All right, I believe you. I'm ready for this. I am. Yeah, we're going to win. Gut. Leider wieder nichts Upgrade-mäßiges dabei. What do you say? I've been thinking about how we've got our own ideas about justice, and so does the kingdom. And what's coming? It's not just a battle between us and them. If whoever wins will say they were right and the other side was wrong. And I get it, that's how it goes. But nobody's willing to talk or compromise. So we'll fight to the death to prove the other guy's wrong. It won't be an easy battle, but let's make sure we come back alive. Right, Professor? Wir versuchen es. Ach, warte mal. Okay. Sonst was. Ach, gerade so nicht. Ernsthaft? Warte mal, hier rechts haben wir noch was. Hm. Sinnlos. Also so viele brauchen wir davon irgendwie gar nicht, oder? Oh. So, hi. If we win this battle, it will be an end to the kingdom and to the church. Under the empire, an era of peace would begin. Das haben wir vor. Many people are cleaving to this notion, but I wonder if it would really end up as such. Mal gucken. Das wird es nicht. Schwer zu sagen. Such resolve. It's convincing to say the least. I wonder. Was the collapse of Arian Road really the church's doing? Or could it be that... Hmm. Never mind me. Just thinking aloud. Kannst du uns das beibringen? Auch nicht. Mann! Wir sind zu weit entfernt von irgendwas. Alter, ist Unordnung pur. So. Mein Ignaz ist hier oben. Unseren ja Bogenschützen, den ich fast als Magier sehe, aber hey. Hi there. Before I left the church, I recall Lady Rhea saying something strange. Something about how she would recover her mother, no matter what. Do you think Lady Rhea's mother is buried in Garrick Mach or something? Nee, ich glaube, das ist die Göttin in uns, ne? Die wir irgendwie einverleibt haben. Bin ich jedenfalls pauschal der Meinung. Maybe. Nein. No. So, wer ist hier draußen noch von euch? Hey, Professor. Ach genau, die suchen wir eh. Capital falls, all of Fodlan will be united under the banner of the Empire. Isn't it thrilling? We're going to make history. Nur wenn wir siegreich sind. Es sei denn, wir verlieren. Bewahre Ruhe und konzentriere dich auf den Kampf. Well, yes, I suppose that's true. Our opponents may be strong. But with you on our side, we can't lose. Das stimmt sogar. Ah, wieder nichts. Mano. So, Ignaz. Da haben wir alles. Da haben wir alles, da haben wir alles. Ich weiß immer noch nicht, wo ich Blumen finden soll, aber passt schon. Petra, Dorsea. Da unten. Da waren wir auch schon. Da auch. Es sieht so aus, als hätte ich alles. Sehr schön. So, dann hören wir uns jetzt ein paar Gespräche an und dann gucken wir mal, was wir bald noch so trainieren können. Ja, irgendwie für Magie oder... Ach, keine Ahnung. Mal gucken. Erstmal Unterstützung. Fangen wir oben an. Oh, hier. Stufe A sogar. Wie kann Beiles denn mit Stufe S erreichen? Hm, mit Edelgard. Ich
keine Ahnung, wir können irgendwie kaum reden miteinander. Und wir müssen öfter mit... Ah, die hätten viel öfter miteinander kämpfen sollen, ne? Nebeneinander. Und nicht einzeln stehen. Mist. Naja, gut. Ah, the smell, the texture, the smooth finish. This region's tea is the finest in the world. Hello, Ferdinand. You seem to be in a good mood. What is that supposed to mean? Perhaps you expected me to hold a grudge against you after our duel. In fact, I have moved on. Have you now? Well, I'm glad to hear it. I took it hard at the time, I will confess. I always thought that I equaled you in skill, or even surpassed you. But you showed me that I do not come close to matching your talents. Yet a true noble does not give up in the face of defeat. I will continue my training, and one day I will be an elite warrior. That is the path I must take, as a noble and a man of honor. You really are in a good mood. Your determination is admirable. Yes. One day I will surpass your abilities, and I will defeat you in combat. Ferdinand, there's something I've been meaning to say to you for a while now. Honestly, I couldn't care less that you were of noble birth. Your fierce determination doesn't come from your bloodline. It's your own doing. The reason I value you and want to be friends with you is because of who you are, not who your family is. Hmm. I have something I would like to say to you, too. Certainly, we must recognize the common folk who strive for greatness and attain it. But for those of us born into nobility, things are more complicated. From birth, nobles must excel. If we do not, we will be forced out of our houses. This environment breeds superior individuals, and they in turn recreate the rigorous environment for their own children. Without that cycle, there would be no political elite guiding the world towards prosperity. So you're saying that the kind of world I'm striving to create is wrong? I would not go so far as to say your way is wrong, just that another way might be better. If you insist upon undoing the nobility, then we must build something in its place. We can provide free education for all, and then select the highest performing students for more intensive training and tutoring. I truly believe that people are products of their environment. Finding a way to educate the people. Interesting. I'm impressed by how much thought you've given this. No matter what shape the world takes, I'm sure I'll always need people like you by my side. People with strong principles who will argue with me and force me to consider ideas that are contrary to my own. Yes, exactly! Finally, Edelgard, you appreciate how important I am to your cause. Sein Nutzen. Das kleine Bild dazu so. Hm. I've always thought of you as a valued friend, Ferdinand. That's nothing new. Edelgard, I have to tell you something. I think now is the right time. Do you know what my ancestor Derek von Eyre said after your ancestor defeated him? He said, "You are an imperial beauty. Please, accept me as your husband." Halt, Ferdinand. There's a time and a place for everything. But that time is not now. Okay. Er hat's versucht. So, Linhard. Oh, Maximalstufe. Here again, I see. Of course, Your Majesty. I couldn't investigate this place freely when those of the church were around. Understandably. Now, about my proposal to create an institution for crest and relic research. I've decided to move forward with it. As for who will lead the charge... You want me to be in charge of the thing after all, don't you? Actually, no. I was just considering some conditions for whoever applies for the job. Conditions? What kind of conditions? To start, I won't allow the position to be a secondary one. That excludes lords who are busy looking after their own territories. Are you suggesting landholding lords would have no means of applying? Quite the opposite. I'm looking for applicants with enough passion for the job that they're willing to relinquish any landholding rights they possess. They will be provided with necessities like food, clothing, and housing, but will receive no further compensation.
That said, they will be free to take as much time off as they desire. Do you expect anyone to be interested in such an odd position? That's my hope. Have you gone mad, demanding someone rescind their land rights and then provide no compensation? Even the unlimited time off is a rather discourteous perk to offer. No one would accept room, board, and endless time to research. No one but me. Why must you... Das hat sie doch mit Absicht gemacht. Why must I what? Why must you understand me so well? I asked you to consider the feelings of those below you. I never expected you to consider mine to this extent. I told you I'd figure out a way to make use of your talents that you'd find acceptable. Honestly, no woman has ever gone through this much trouble for me before. Then have you decided? Yes, I have. I would be most pleased to accept your offer, Your Majesty. Ich hätte mal mehr da hier in diese ganzen Gespräche investieren sollen im Kampf, dass die hier vielleicht mal Stufe S erreichen. Da hätte ich gerne mal gewusst, was da passiert. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr, aber naja. Jetzt haben wir die mal einen Teil geschafft hier. Was hat das her? Ah, Dorothea. I am surprised to find you here. I did not think you were all that religious. There's a lot you don't know, Ferdy. But you're right. I'd hardly call myself devout. After all, it was thanks to the goddess and her noble regime that I suffered so much as a child. You must be quite brave to speak so coarsely in this hallowed place. But what do you mean about suffering as a child? Do I really have to tell you? Oh, forget it. I'm sure you already know that I'm an orphan. I grew up in the alleys of Enbar, begging for coins, eating scraps, drinking from drains. I see. I remember seeing street children around the city. I could have died. Then the right person overheard me singing. And suddenly I was in the opera. I was a songstress. And my goodness, did the nobles like me. The people who used to spit on me and call me an urchin, they praised my voice and my beauty. A nobleman who once kicked me gave me the most gorgeous shoes. I almost asked if it was a joke. So that is why you despise the nobility. But why do you think I am the same as them? Do you really believe that is the kind of man I am? You think I would ever treat people differently based on appearances? There is nothing noble about that. Oh, really? You're something different? That's not how I remember things. It was the very day that I was discovered. I was in high spirits. Nothing was wrong in the world. I secretly bathed in one of the town's fountains, hoping to wash off some of the dirt from the streets. I sang the same song the opera composer overheard earlier that day. And that's when you appeared. Me? No, it could not have been. Don't play dumb. You glared at me, the same look I'd gotten from every other noble, then you ran off. When we met at the academy, you were a different person. All smiles and friendly words. You were like a bee, Ferdinand. A bee attracted to a flower in full bloom. So it was you then, singing that song. Dorothea, please listen. This is a misunderstanding. When I saw you, I could not take my eyes off you. I was hypnotized. Your beautiful voice, your elegant face, droplets of water on your skin that glittered in the sun. I thought you were a water nymph. Stop it, don't lie to me. No, it is true. I was only a child. The vision overwhelmed me. That is why I ran. I plucked up the courage to return, but no one was there. I thought perhaps it was a dream. Maybe I can believe you. I've wanted to ever since the day you made me those treats. I thought then that maybe
You weren't like the others, but... There's a lot I have to let go of, Ferdy. Of course. I am glad we had this conversation. You know, I do not mind you thinking of me as a bee. Life as a simple drone, circling a queen. It actually sounds quite wonderful. Don't drones keep the queen safe from other bugs? I like the sound of that. Schön. So, haben wir uns das auch nochmal alles angehört? Wir werden beim nächsten Mal weitermachen. Wir sind aber so gut wie fertig. Und dann können wir eigentlich mal die Wochen verstreichen lassen. Kann ich eigentlich immer noch mal irgendwann mal rein. Ich werde nie wissen, was da drin ist. So, ja, wir machen hier Schluss und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.